Der Raum ist zumindest mal fertig. Wenn wir da rein schon mal einen Schlachtertisch bauen. Wir können da rein einen Ofen bauen. Das Ding können wir mal entfernen. Was wir da rein noch bauen können, ist ein Tisch. Wir können auch so einen großen Tisch nehmen. Ne, dafür ist der Raum zu klein. Machen wir mal einen kleinen Tisch. Da ist eine Ecke vielleicht. Und Stühle. So. Da war das schon mal ein bisschen geplant hier. Schlafenszeit. Jetzt hoffe ich mal, dass sich das nicht wieder entzündet. Hat sich vollständig erholt. Sehr gut. Hat sich keine Entzündung eingefangen. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Nochmal Glück gehabt. Jetzt können wir auch schon sagen, dass er kochen kann. Wenn ihm denn langweilig ist. So, der Ofen wird gebaut. Gut. Noch irgendwelche Bäume, die weg können. Jawohl. Der kann noch weg. Mal wieder ein bisschen Holz. Zwischt er da unten irgendwie? Okay. Soll er lieber noch ein bisschen Holz machen? Das ist sinnvoller. Und 90% ist auch okay. Papieren gepflückt, ist auch in Ordnung. Ich wundere, dass gar kein Wanderer kommt oder so. Wir müssen doch jetzt langsam mal unseren zweiten Mensch hier kriegen. Wäre zumindest mal dankbar dafür, wenn wir den langsam mal bekommen würden. So, der erste Stuhl wird gebaut. Der Tisch, der Stuhl ist normal. Der Tisch ist schäbig geworden. Ja, komm, dann reiß den nochmal ab, das kriegst du auch besser hin. Das wäre mir in Stufe 8 Konstruktion, dann wirst du ja wohl was Besseres als einen schäbigen Tisch zusammengezimmert kriegen. Da ist ein Wanderer, da ist er doch. Rose ist der Meinung, dass ihr dieser Gemeinschaft einen Namen geben sollt. Wie soll sie heißen? Randburg? Nee, Randburg bestimmt nicht. Wie nennen wir die denn mal? Tja. Drake Town? Wie soll unser Stamm heißen? Moment mal, die Gemeinschaft. Jetzt darf es nicht wieder falsch rummachen. Das ist der Stammname. Draconia. Drake Town. So. So machen wir das. Und einen neuen Tisch möchten wir bauen. Da gucken wir uns doch mal Rose mal an. Rose ist ein. Ist männlich. Was kann der so? Bergbau? Handwerk? Ja, Landwirtschaft. Landwirtschaft 5 ist schon mal gut. Dann darf der schon mal gleich die Feldarbeit übernehmen von uns.
Er darf natürlich auch transportieren und reinigen. So, was kann der noch? Bergbau und Handwerk. Okay. Macht der den Bergbau und das Handwerk. So. So machen wir das. Jetzt schauen wir mal dem seine Klamotten an. Die sind zwar schlecht, aber oh, der hat eine Pistole dabei. Das ist schon mal gut. Er ist aber, glaube ich, kein Fernkämpfer, oder? Nee. Psychisch sensibel. Pyromane. Oh nein. Wird gelegentlich ein Feuer legen. Oh nein. Prothesenphobie. Pyromane ist übel, aber naja, gut. Wir werden halt damit klarkommen müssen, irgendwie. Oh, da wird schon der erste Reis geerntet. Sehr gut. Gut. Wer kann denn besser kochen von den beiden? Das wollte ich nochmal gucken. Kochen 0? Naja, gut. Dann wird es wohl der Kondor erstmal kochen müssen. Das hilft ja nichts. Aber ich möchte mal, dass du deine Pistole ablegst. Dass du dir die ausrüstest. Stahl zurück, okay. Kannst du dir erstmal den Kurzbogen nehmen? Besser als nix. Gut, und dann brauchen wir noch ein Schlafzimmer für dich. Hatte noch Holz. Ja, aber wir haben ja Stahl, oder? Könnten auch ein Schlafzimmer aus Stahl bauen. Eine Stahlwand. Hier so hin, hätte ich gesagt. Natürlich auch eine Stahltür. Dann einen Holzboden. Holzfällen hier. Das kann auch der andere machen. Waldarbeit. Was hat die Feldarbeit bei dem Vorrang? Es wird kein Holz geben, der Baum. Beiden verstehen sich aber zumindest schon mal. Das ist ja schon mal gut. Er befüllt mal den Ofen. Da müssen wir noch einstellen, was gekocht werden soll. Und zwar einfache Mahlzeit. Und produziere, bis du X hast. Und zwar, ich denke mal, am Anfang reicht 4. Konnor schläft schon. Wo sie auch. Hat sie auf dem Boden gelegen. Okay. Dann lassen wir mal durchlaufen. Ich kann noch den Plan auf Rosie kopieren. Ist jetzt Sommer. Sommer hat begonnen. Ja, Rosie muss jetzt auf jeden Fall um die Feldarbeit kümmern hier. Können unser Feld auch oder beziehungsweise können wir ein zweites Feld dazu machen, da wir ja jetzt zwei Personen sind, brauchen wir auch mehr Nahrung. Machen wir einfach hier noch eins hin, 5x5. Nehmen wir auch Reis. Dann kannst du erstmal dich darum kümmern, nachdem du fertig bist mit Spazieren. Selbstverständlich wollen wir dich nicht vom Spazieren abhalten. Nicht, dass du noch schlechte Laune kriegst und uns am Ende noch hier ein Feuer legst.
Das wäre natürlich nicht so genial. Das ist gut, der steigt ziemlich schnell in Landwirtschaft auf. Den kriegen wir vielleicht auf Stufe 8, damit er die Heilpflanze anbauen kann. Mit der wir dann zumindest mal irgendwelche Infektionen, Wundinfektionen, Seuchen und sowas bekämpfen können. Und hier wird noch fleißig gebaut. Jetzt geht uns da auch langsam der Stahl aus, befürchte ich. Das reicht aber noch. Ja, gut. So, brauchen wir natürlich noch ein Bett für Rosie. Oder Rosé oder wie auch immer. Der möchte es ja auch ein bisschen schön haben in seinem Schlafzimmer, also kriegt er auch eine Fackel und einen Blumentopf. Unsere Stühle aus. Normal gut, normal schlecht. Naja. Tisch ist zumindest normal jetzt. Ist in Ordnung. Ja, ist auch in Ordnung erstmal. Wird schon gekocht. Auch nicht schlecht. So, weiter Holz produzieren. Das Bett ist fertig. Gutes Bett. Ist auch nicht schlecht. Zu dem Rosie zugewiesen. Gut. Hast du den Fußboden noch? Oh, ein Überfall. Da ist die erste Raid schon. Ein Biologe im Taschenmesser. Gut, das geht ja noch. Machen wir dich mal in Kampfmodus. Darfst du hier schon mal in Stellung gehen? Komm, ich nehme auch dazu, auch wenn du nicht wirklich schießen kannst. Müsste doch schon fast eine Reichweite sein jetzt, oder? Ja, okay. Zurück mit dir. Treffer. Oh, was ist jetzt passiert? Arzt benötigt. Kondor? Muskelparasiten. Ach, du ahnst es nicht, das auch noch. Eine Arterienverstopfung. Wie hat der denn jetzt Muskelparasiten bekommen? Das kann ich wissen, glaube ich. So, aber der dürfte jetzt bald erledigt sein. Noch ein Treffer.
Noch ein Treffer. Noch ein Treffer. Der rechte Arm ist abgeschossen worden. Ist in Ordnung. Komm, gib ihm den Rest. So. Der lebt noch. Der kommt von der Gladius-Gemeinschaft. Mal schauen. Gladius-Gemeinschaft ist eine Piratenbande. Die werden wir eh nicht, werden wir eh nicht, einnehmen. Den werden wir eh nicht, quasi überreden können. Mal sicherheitshalber, ob es sich denn lohnen würde, es zu versuchen, aber so doll ist er jetzt auch nicht. Weder irgendwie Landwirtschaft noch besonders guter Kämpfer. Den lassen wir da einfach töten. Also den soll er umbringen. Der kann schon mal wieder aufhören hier, der kann wieder zurück. Macht den einfach alle. Weiß nicht, der hat auch irgendwie den Arm abgeschossen und alles, das bringt eh nichts mehr. So, der ist erledigt. Das gerade mitnehmen. Gut. Haben wir die erste Raid schon mal ohne größere Verluste überstanden? Das ist ja schon mal ein Anfang. Die können wir ruhig da unten verrotten lassen, der stört uns nicht weiter. So, aber im Kondor müssen wir uns jetzt mal kümmern. Und zwar soll der ins Krankenbett. Der Machtpatient. Ja gut, komm, den Fußboden da auch gerade noch fertig machen. Dann geht er gefälligst ins Bett und du machst Pflege. Wenn du das gar nicht kannst. Ja, zumindest nicht besonders gut. Nein, nein, noch nicht schlafen gehen. Das ist nicht ausführbar, ist kein Arzt. Ach, ich habe es natürlich genau andersrum gemacht. Genau falsch rum. Ich muss dich leider nochmal wecken, Rosie. Weil du den behandeln musst. Seinen Muskelparasiten. Dann muss das nochmal behandelt werden. In einem Tag 23 Stunden. Okay. Gut. Kondor ist ein Muskelparasiten erkrankt. Stell sicher, dass du krank wird und ein Arzt hast. Sorge dafür, dass Kondor eine vernünftige Behandlung bekommt, so viel Zeit wie möglich im Bett verbringen, um sich schnell zu erholen. Na ja, gut.